Ich glaube, dass wir uns einfach in unserer gesamten strategischen Denkweise, wir haben zwei Fehler gemacht. Also der erste Fehler, in unserer gesamten strategischen Denkweise zu sehr an die US-Amerikaner angelehnt haben, die Putin nicht wahrgenommen haben. Wir, damit meinen Sie wir Deutschen oder wir Deutschen. Europäer? Wir Deutschen und damit auch wir Europäer. Die US-Amerikaner haben Putin nicht wahrgenommen, haben Putin als, oder Russland als Regionalmacht ja bezeichnet. Das heißt, wir haben uns diese Denkweise zu eigen gemacht. Und warum haben wir es gemacht? Weil wir uns unter diesem Schutzschirm der Amerikaner ganz wohl gefühlt haben. Für uns war das klar, die Amerikaner sind letztlich der Garant für unsere Sicherheit. Warum brauchen wir eine neue gesamteuropäische Ordnung unter Einbezug Russlands? Und der zweite strategische Fehler war, wir wollten letztlich auch mit dieser Politik, mit Sicherheitsfragen gar nichts zu tun haben, sondern wir wollten ja die Welt beglücken mit unserer deutschen Gründlichkeit, mit Toleranz, mit null Waffenlieferungen. Da gab es ja auch Diskussionen, ob man die Bundeswehr ganz abschaffen sollte und, und. Also ich glaube, dass wir diese zwei strategischen Fehler gemacht haben, zu sehr Abhängigkeit unter den Schutzschirm der Amerikaner zu fallen und auf der anderen Seite diese geistige Abrüstung. Das Thema Sicherheit spielte bei uns ja überhaupt keine Rolle mehr.